Und da wären wir auch schon wieder. Die Karawane wird jetzt wohl noch eine ganze Weile hier bleiben. Wir waren ja richtig flott mit dem Handel treiben. Diesmal mussten sie nicht lange auf den schlafenden Gerugon warten. Das heißt, wir können jetzt hier oben die Designation wieder frei machen, dass die Butler was zu tun haben. So, hier auch noch, da auch noch. Und hier unten war es ein bisschen komplizierter. Hier müssen wir jetzt teilweise die Treppen auch wieder neu designieren, aber das kriegen wir auch hin. So, hier war es ein I. Hier war es auch I. Symmetrisch, ja. Da auch. Und der Rest D. Na, schaut gut aus. Und hier war noch gar nichts. Hier sollten nur die Treppen hin. Um zu gucken, ob hier irgendwo vielleicht schon das Höhlensystem ist. Und hier auch noch. Ich bin ja richtig tief gegangen. Das könnte noch in die Hose gehen. Und das war ein zu hoch. Ihr müsst hier hin. So schaut schon besser aus. So, und hier nicht mehr. Okay, jetzt müsste eigentlich hier alles so sein wie vorher. Und die Meinheitswerke dürfen wieder was zu tun haben. Dann fehlt noch. Wir haben hier die ganzen Räume, wo wir schon mal Betten reinstellen können. Und da sollte ich jetzt auch darauf achten, dass sie mindestens eine gute Qualität haben. Also drücken wir Enter und X und wählen dann mal die guten Betten aus. Also die richtig guten, die mit diesem Sternchen, die meisterhaft gefertigten, die kommen zu den Milizen. Das heißt, wir nehmen jetzt die hier mit dem kleinen Stern. So. Kleinen Stern. Kleinen Stern. Eigentlich müssten wir noch darauf achten, auf welcher Holzsorte das ist. Und das denn jedem Zwerg seiner Vorliebe entsprechend hinstellen. Aber das muss bis später warten. Zumal wir noch nicht so viele verschiedene Holzsorten haben. Wichtig ist erstmal nur, dass sie alle ein gutes Bett haben. So, zwei gute haben wir noch. Danach geht's abwärts. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob die sich hier nicht sogar eine Stufe höher waren. Machen wir mal V. Exceptional. Ja, die mit diesem. Fünf Strichen nach unten, die sind noch besser als die mit dem kleinen Sternchen. Damals hatte ich noch eine richtige Liste für die ganzen Sachen. Jetzt muss ich das alles wieder neu lernen, quasi, weil ich die Liste verloren habe. So, das heißt, das kann auch hier überall hin. Das dahin, das dahin. So, das reicht auch erstmal. Die Fallen sind schon fast fertig. Wie sieht unser Lager aus mit Käfigen? Das wird beständig gefüllt, denn Kredas ist unten beschäftigt, richtig? Ja, ist er. Da sind, nee, da werden Betten gebaut. Ha. Der wird nicht durchgehend beschäftigt. Das kann ja nicht sein. Dann brauchen wir hier oben nochmal 10 Käfige und hier nochmal 10 Käfige. Das reicht denn langsam hoffentlich, um die ganzen Goblins einzusperren. Und hier unten geben wir schon mal neue Befehle für Käfigfallen. Und wir haben schon wieder Sommer, das geht so schnell. So, Käfigfalle, 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 Käfigfalle. Und keine Mechanismen mehr. Da muss Bitpower nochmal ran. Da, A, T. Machen wir eine Endlosschleife draus? Ja, machen wir eine Endlosschleife draus. Wenn es dann zu viel werden, sehen wir es ja eh hier oben. So, wir brauchen auch noch theoretisch jede Menge Türen. Aber dafür will ich erstmal das Stein freigelegt haben. Ich will gucken, wie viel Stein genau wir hier unten haben, was weiß ist und wo viel wir rankommen. Weil wirklich viel sieht das ja nicht aus. Und das ganze Erz, was da ist, also diese kleineren Klippen, das ist alles dieses Bismutin? Ah, das ist okay. Also ich habe im Wiki nachgelesen, dass man daraus Bismutin Bronze machen kann, was besser ist als Bronze. Aber dazu brauchen wir trotzdem erstmal die Schmelze und wir brauchen, ich glaube, auch das richtige Bronze oder irgendwelche anderen Metalle dafür. Das heißt, so schnell kommen wir da auch nicht ran. Und der Refuse-Stockpile ist gleich voll. Ja, sobald die erste Invasion kommt, wird der sowas von überquellen. Wie schaut es hier oben aus? Also der ganze obere Bereich hier hat jetzt keine Büsche und keine Bäume mehr im Weg. Das heißt, wir könnten theoretisch hier runter channeln. Ich wollte ja hier irgendwo
den Abfallhaufen hinbauen. Das heißt, es wäre hier Channel. Natürlich habe ich da vergessen, die Bäume abzubauen. Also müssen hier auch noch die Bäume weg und die Büsche weg. So. Und wir können trotzdem schon mal DH hier die Ecke channeln. Das heißt, die Zwerge buddeln jetzt nach unten und es entsteht eine Rampe. Also wenn wir jetzt hier in dem Feld buddeln, dann entsteht in dem Feld hier eine Rampe und die Bodenplatte hier wird weggenommen, damit die Zwerge auch wieder rauskommen. Der Haken ist, wenn wir dann hier gleich das Ganze ausgebuddelt haben und dann nochmal eine Ecke runter channeln, dann kommen sie nicht wieder hoch, solange bis sie unten halt eine Verbindung haben zu dem Bereich. Das wäre dann ein Weg buddeln. Und das geht richtig flott. Ja, es sind ja auch schon sehr, sehr hohe Miner, weswegen wir demnächst mal die Jobs ein bisschen rumschiften sollten. Aber momentan sind unsere Kämpferzwerge damit beschäftigt, Holz zu hacken. Was ja auch ein wichtiger Beruf ist. Also zum einen skillt es sie ganz gut in Stärke, Agility und Toughness, also Ausdauer. Und wir brauchen immer jede Menge Holz, das passt denn schon. Haben wir überhaupt noch genug designiert für die? Guck mal ganz kurz bei U. Was machen unsere... Ach, die sind noch am Trainieren. Das ist ja auch okay. Hier hocken die alle und trinken bei der Arbeit. Oder beim Trainieren. Auch nicht schlecht. Aber ja, man darf sie nicht durchgehend trainieren lassen. Dann werden sie irgendwann grumpig. Ich kann aber ganz kurz mit V über einen rübergehen. Riesenachos? Nein, Pankolos ist das. So, dann wollen wir Z-Zustand, Enter Gedanken. Und er war in letzter Zeit glücklich. Er hatte ein legendäres Mahl, das ist schön. Er hat in einem fantastischen Dining Room gegessen. Das ist auch der Vorteil, wenn man so einen riesen Gemeinschafts-Dining-Room hat. Jeder kriegt halt gute Gedanken, weil er in so einem riesigen Raum ist. Er hatte ein schönes Bad. Wir haben ein Bad. Also nicht mit R das Bad, die haben hier alle. Sondern Wasserbad. Was ist das denn für ein Zwerg? Oh, he took joy in slaughter lately. Also er hat sich an einer Schlachterei ergötzt. Wobei mit Schlachtereien nicht unbedingt das Tiere schlachten, sondern eher das Lebewesen schlachten steht. Das könnte diese komische Echse gewesen sein, die wir umgebracht haben. Okay. Er war zufrieden bei der Arbeit. Er ist einer von den Kämpfern. Also er war zufrieden damit, dass er diese komische Echse umbringen durfte. Und er hat mit einer Verlobten gesprochen. Na, mit wem ist denn da jemand verlobt? Mit Nostalgia-LP. Ach, das ist sogar seine Frau. Okay. Und die anderen, also seine Söhne, Töchter und so weiter, die sind alle nicht bei uns im Fort. Doch hier, die Tante. Der Name, den man nicht aussprechen kann, ist seine Tante. So hängt das alles zusammen. Und Moritzenvoll ist ein Neffe. Die sind ja echt alle verwandt hier. Ha. Huh. Achso, und hier unten die ganzen Namen sind halt nur die Bekanntschaften, die er so hat im Fort. Also man grüßt sich auf dem Gang und das war's dann. Aber wir haben echt viele Verbindungen hier. Ich sollte mal so einen kleinen Chart machen, wer mit wem verwandt ist, wer mit wem zusammen ist und so weiter. Ist bestimmt ganz lustig. Vor allem, da ich ja vergessen habe, die Zwergennamen den Geschlechtern einigermaßen zuzuordnen. Da sind dann ein, zwei Schmunzler mit drin. So, und der Refuse-Stockpile draußen ist viel zu voll. Das heißt, ich mache den mal ein bisschen größer. PR. So, nicht wirklich viel größer, ja ich weiß, aber das muss reichen. Und wir verbieten jetzt wieder die Schädel, Knochen, Schalen, Zähne und Hörner, damit die alle schön auf dem Stockpile da bleiben. Und weiter geht's. So, die Betten oben stehen schon mal. Das ist gut, die kann ich jetzt einfach wahllos irgendwelchen Zwergen zuordnen. Nee, der Lord, ja doch, der Lord kann auch. Kann man alles später noch umändern. Achso, die haben ja alle schon, stimmt. Die ganzen Grünen haben noch nicht, das heißt, die müssen wieder freigemacht werden. F, F. So, R, A. Das kriegt jetzt, wie kann ich schneller scrollen? R. Das kriegt jetzt
Ja. Nee, komm, das mache ich in der nächsten Pause auf Kamera. So, was haben wir noch zu tun? Wir haben noch mehr Betten aufzustellen. Und sonst haben wir eigentlich nur abzuwarten, bis die Fallen oben alle fertig sind. Und bis die Miner fertig sind mit dem ganzen Gebiet hier. Wo sind die eigentlich gerade? Die basteln noch bestimmt hier das zu Ende. Sehr schön. Die da müssten auch noch weg. Aber hier können wir dann auch schon mal channeln. Und ich müsste auch anfangen, die Gitter mal langsam zu bauen. Also wir können, ich glaube, eigentlich nur aus Metall und Holz Gitter machen. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob es Steingitter gibt. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Doch, da, Gitter. Sehr schön. Dann bauen wir jetzt ganz, ganz viele Holzgitter, Steingitter. Da werden wir so an die 50 oder so brauchen. Great, 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 great. So. Und die bringen wir nach und nach oben, um den Weg da wieder zu blockieren. Und ich habe gerade die Nachricht bekommen, die Elfen hauen ab. Sehe ich aber gar nichts von. Ah, doch da, die ersten Elfen gehen weg. Aber der ganze Krimskram ist noch da. Hm, ah ne, da sind noch zwei Händler. Was passt denn ja. So, die Fallen kommen auch fleißig voran. Wir haben inzwischen auch wieder 5 neue Mechanismen. Das heißt, wir können BTC, Cage Trap. Und das war's auch schon wieder. Und Moritzen voll organisiert eine Party. Ja, wir haben zu viele Arbeitslose. Dann geht das Party machen los. Was aber komisch ist, denn wir dürften ja eigentlich... Ah. Kredas ist zu schnell im Holz arbeiten. Also darfst du jetzt noch mehr Käfige bauen. Und noch mehr Betten bauen. Und wie sieht es mit Fässern aus? Gucken wir mal oben unsere Destille. Oh, wir haben viel zu viele Fässer. Okay, also keine Fässer. Vielleicht noch ein paar Bins. Die kann man auch nie genug haben. Also, ein. So. Dann haben wir hier noch unsere Mechaniker, der durchgehend am Arbeiten ist. Und wir haben nur einen Stonecrafter. Das können wir auch mal ändern. Das mache ich kurz direkt hier im Spiel und nicht mit dem Therapist. Das heißt, er hier ist jetzt VYN. Er ist Stonecraft. Müssen wir mal zu ihm rangehen. Preference Labor. Und der kriegt jetzt noch Stoneworking. Nein, das ist unser Crafts. Stonecrafting. So. Dann können wir nämlich die zweite... den zweiten Craft Wars Workshop auch noch mit den Spielzeugen vollmüllen. Da. Toys und Endlosschleife. So, dafür brauchen wir erstens schnell den ganzen Stein, den wir hier rumliegen haben. Also diesen orangenen, den will ich ja loswerden. So haben wir auch mehr zum Tauschen und wir haben einen Arbeitslosen weniger. Das gleiche könnten wir mit dem Mechaniker auch nochmal machen. Das heißt, wir schnappen uns jetzt den nächsten Hauler. Was haben wir hier? Der hat ja gar keinen Namen. Wo kommt er denn her? Ha, apropos Namen, da musst du ja auch noch was ändern. Wir hatten zwei Whelpster. Wo versteckst du dich? Da ist ein Whelpster. Wo ist noch einer? Ich sehe keinen Whelpster. Doch, da ist ein zweiter Whelpster. Okay, dann wird der jetzt umbenannt, gnadenloserweise. Zu, wen haben wir jetzt noch über? Wir haben noch Extreme Chiller. Oh, alles groß. Extreme Chiller. So, das war unser Furnace-Mensch. Und der Hauler hat gar keinen Namen. Der kriegt jetzt einen. Und zwar RZA LP. Und er ist auch kein Hauler mehr, sondern er wird Mechanic. So, das stellen wir auch gleich noch bei der Kreatur selbst um. Also bei dem Zwerg wollte ich sagen, nicht Kreatur. So, Mechanik. Dann müssen wir nur noch unten noch einen zweiten Auftrag erteilen bei dem zweiten Mechaniker-Workshop, dass er auch Steinmechanismen herstellen soll. So, noch ein Arbeitsloser weniger.
Die Betten sind nicht ausgelastet, das ist okay. Die Fallen kommen gut voran. Und die Miner sind dabei, die restlichen Räume auszubauen. Das heißt, sie sind hier oben fertig. Nö, sind sie nicht. Aber der Auftrag mit dem hier abbauen wurde nach dem anderen Auftrag erteilt. Also machen sie das hier erst später. So, jetzt sollten wir auch unseren Trupp hier mal auf T inaktiv stellen, damit sie aufhören zu trainieren und anfangen Holz zu hacken. Denn die beiden Bäume da müssen weg. Und man sieht unten hier, die sind alle Woodcutter geworden. Außer halt Hex, der Wood Militia Commander. Das ist sein Titel, weil er ja Noble ist. Und da flitzen sie auch schon hoch, sehr schön. Das heißt, sobald die Bäume da weg sind, kann ich das auch wegchanneln. Na komm, hier weg, dummer Baum. So, D, H, chup, chup. So, das wird jetzt ausgechannelt. Dann wird das hier auch ausgechannelt, später. Und dann haben wir hier unten unseren Raum. Den wir dann mit zwei Türen absichern. Haben wir schon Grates fertig? Ich guck mal, das wäre B. Floor Hedge? Nein. Floor Grate? Haben wir keine. Schade. Ist aber komisch. Nee, ist es nicht. Denn Setangtung ist unser einziger Steinverarbeiter. Und der ist ja am Spielzeug herstellen. Das heißt, wir sollten mal... Ist er das? Nee, das ist Mr. Irgendwer. Wo ist Setangtung? Ich finde dich. Leberfessel. Oh, die müssen wir noch umbenennen. Lever. Nee, Lever. Fresel. So war das. Aber ich habe eigentlich den Setangtong gesucht. Tentakelfan. Setangtong, da. Was für Aufgaben hast du? Du bist Mason. Stone Detailing kann er auch mal machen. Aber er soll jetzt keine Stonecrafts mehr herstellen. Auch wenn sie bei ihm ziemlich hoch sind, soll er sich lieber jetzt an die Mason-Arbeit machen. Das heißt, wir suchen uns gleich noch ein Zwerg und der übernimmt dann für ihn das Stoneworking. Was ich auch noch gerade sehe, was ich schnell machen will, bevor ich das nachher in der nächsten Folge vergesse. Hier sind zwei Tiere, die wieder verhungern, weil sie kein Gras zum Grasen haben. Das heißt, wir drücken Z. Animals. Und suchen jetzt mal ein paar Tiere raus. Zum Schlachten. Wir haben hier ein Alpaka. Ist das so eine Art Lama? Aber die schlachten wir nicht. Sondern die packen wir alle in ihren Käfig. Wir wollten ja eh von jeder Tiersorte einen haben. Da macht das jetzt wenig Sinn, alle umzubringen. Aber wir können ein paar Puppys schlachten. So, das sind nämlich alles männliche Hunde. Die können alle weg. Wir brauchen ja nur ein, zwei, um das Ganze in Schuss zu halten. So, und das sind wieder die anderen Tiere. Das heißt, wir brauchen jetzt oben hier mit B und J einen Käfig. Hier in die Mitte. Warten, bis ein Zwerg den vorbeibringt und dann können wir in dem Käfig alle Tiere einsperren. Macht zwar nicht viel Sinn, aber das passt. Also wir können jetzt hier auswählen aus der Liste, wer da rein soll. Dann nehmen wir das Baby-Lama, dann nehmen wir den Alpaka, den Wasserbüffel, den Kakapu und den Honey-Badger. Und den Mockhopper und den Magpie. So, also haben wir jetzt drei, vier Vögel, einen Wasserbüffel, einen Lama und noch irgendwas anderes in einen Käfig gesperrt gleich. Das sieht bestimmt lustig aus. Außerdem werden dadurch auch die Käfige, wo die Tiere drin sind, frei, dass wir sie benutzen können, um die Käfigfallen unten zu füllen. Aber gut, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Wir haben sehr viel zu tun und wir haben wenig Zeit, denn ich denke mal, in dem nächsten halben Jahr wird die erste Invasion kommen. Also bis dann.